Ja, und weil es so Spaß gemacht hat, machen wir doch direkt noch ein Percussion-Element, diesmal wieder auf eine andere Weise, und zwar über die Media Bay. Wo könnte ich hier was finden? Tribal Tech, das könnte doch was sein. Das sind alles Loops. Bounce Grooves klingt gut. Die hier finde ich ja recht interessant. Merken wir uns mal, das war Nummer 24. Ah ja. Was haben wir denn zu verlieren? Probieren wir es einfach aus. So, hier haben wir jetzt den Loop, der ist jetzt auch schon, weil er im Musical Mode ist, hier sieht man das, an das Tempo angepasst, aber vermutlich nicht an den Groove. Wir hören einfach erstmal Solo. Und gucken mal, wie es zusammenklingt. Ja, eher mehr schlecht als recht, würde ich mal sagen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich werde erstmal Musical Mode ausmachen. Das heißt, wir haben das jetzt im Originaltempo vorliegen. Passt auch jetzt nicht mehr in unseren Loop rein. Dann werde ich mit dem Hit Points Tool an der Sensitivity schrauben und gucken, dass wir hier möglichst jeden Attack bekommen. Ja, das sieht gut aus. Muss ich hier ein bisschen was verschieben? Na, machen wir das einfach erstmal so. Und dann würde ich sagen, Create Events. Das heißt, er schneidet mir jetzt das Sample hier auseinander und zwar an jeden Hitpunkt kommt ein Schnitt. Das ist somit passiert. Hier sehen wir die ganzen einzelnen Events. Und jetzt könnte ich den Groove Agent 1 öffnen. Hier diese Events alle selektieren, hier per Drag and Drop reinsetzen. Jetzt habe ich die alle einzeln hier. Und jetzt kann ich das hier fast schon löschen direkt. Gibt es hier eine tolle Funktion. Per Drag and Drop kann ich hier ähnlich wie aus dem Stylus Remix hier meinen Loop importieren und der ist jetzt leider noch im selben Tempo wie, also im falschen Tempo wie der Original-Loop. Aber wir können ja hier relativ easy Time compressen bei MIDI. Heißt, ich nehme Taste 1, drücke zweimal drauf, dann sind wir im Time compressen. Und ich gehe mal einfach hier auf ungefähr so. Jetzt dürfte es ja in etwa hinhauen. Drück nochmal auf die 1, guck mal hier rein, ob wir ungefähr drauf sind auf den Sachen. Geht, egal. Ich mache jetzt einfach mal Select All, quantisieren und jetzt gucken wir mal, was dabei für ein merkwürdiges Percussion-Gebilde entstanden ist. Das finde ich gar nicht so schlecht hier. Ich mache aber nochmal rückgängig. Und selektiere mal alles, beziehungsweise nee. Ich werde hier nochmal ein bisschen wieder zurück time stretchen. Ups. Und nochmal quantisieren. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Vielleicht haben wir dann ein besseres Ergebnis. Und was ich ziemlich, oder worauf ich scharf bin, ist das Ende hier. Das finde ich ziemlich cool. Schneide ich den Anfang mal weg. Dann gucken wir mal, ob das in irgendeiner Form cool kommt. Mal sehen, was haben wir hier noch?
eigentlich derselbe hier hinten, kann das sein? Ja, es scheint derselbe zu sein. Aber ich bilde mir ein, der zweite ist cooler. Nehmen wir den zweiten. Kann man hier vielleicht alle selektieren? Nein, kann man nicht. Ich würde jetzt so gern dasselbe machen und auch hier einfach die Release-Zeit so niedrig setzen, dass wir hier kürzere Sounds bekommen. Aber vielleicht kann ich das ja hier auch hinbekommen, wenn ich hier einfach die MIDI-Noten was verkürze. Länge gedrückt und dann Steuerung, dann werden alle gleich lang und ich mache mal alle ein bisschen kürzer. Hören wir mal rein. Ja, könnte vielleicht noch ein bisschen kürzer sein. Hat das überhaupt irgendeinen Effekt? Hat keinen Effekt. Schade. Kann man da irgendwas dran machen? Nee. No. Man könnte in die Spur ein Gate reinmachen. Ein relativ zügiges, ein relativ schnelles, meine ich. Gate. Okay, mal gucken, ob das irgendwie cool ist. Finde ich okay. Auch hier natürlich obligatorisch Low Cut, selbstverständlich. Können wir auch erstmal sichtbar machen. Warum? Wegen dem hier. Brauchen wir nicht. Also weg damit. Ich würde es wahrscheinlich sogar so hoch ansetzen, aber kurz. Okay, jetzt müssten wir ja, wenn wir unsere Bassdrum ausmachen, unten noch sehr sauber sein. Bassdrum aus. Ist akzeptabel.